waren sie fasziniert. Robert und Jimmy brachten durch ihre Liebe zum Folk auch softere Elemente ein. Auch wenn Plant und Page sich an ihren Vorbildern orientierten und gelegentlich Lieder anderer Künstler spielten, die von Led Zeppelin waren immer Eigenkreationen. Sie coverten nichts. Es war, als hätte man bei ihnen auf einen Knopf gedrückt. Sie setzten sich hin und spielten. Improvisierten, ganz natürlich, als wäre es bereits ihre Musik. Eins ihrer Markenzeichen war ihre Improvisationsfähigkeit. Ein Lied konnte die ganze Band in unbekannte Sphären führen. Jeder suchte seinen eigenen Weg durch ein Lied und dann kamen sie gemeinsam wieder heraus. Von außen versteht man nicht, wie sie das machen. Diese Vielseitigkeit verzauberte das Publikum. Erst ließen sie diese Slow-Motion-Effekte wirken. Und dann rockten sie plötzlich los. Dann setzten sie sich wieder und spielten akustische Musik, Mandoline oder so. Sie lösten sich von der Schwerkraft. Das ist Magie. Bei aller Vielfalt, die tiefsten Spuren in ihrer Musik hinterließ der ausgezerrte, herzerwärmende amerikanische Blues. Sie hatten diesen Heavy Rock oder eigentlich Heavy Metal Stempel. Ich wollte da mal reinhören und habe dann sofort gemerkt, dass das eigentlich komplett auf Blues basiert. Die exotischen Klänge und Rhythmen von Led Zeppelin entführten das Publikum in Sphären jenseits ihrer Realität und ihrer Vorstellungskraft. Nur wer mal auf einem Led Zeppelin-Konzert war, weiß, was dort für ein kollektiver Trance-Zustand herrscht. Die erste Zeppelin-Begegnung war überwältigend. Sie fingen mit dem Lemon Song an und um uns herum fielen alle Frauen in Ekstase. Ihre Augen wurden immer größer und es war wie, was macht dieser Lemon Song da? Alle drehen durch. Dann sind wir gegangen. Es war aber nicht allein die Musik von Led Zeppelin, die das Bewusstsein der Leute veränderte. Das kam alles zusammen. Es begann in den 60ern, führte in die 70er, freie Liebe. Stoned aufs Led Zeppelin-Konzert. Die ersten Tage waren auch für die Band überwältigend. Plant und Bonham waren gerade mal 20 Jahre alt und kamen aus Kleinstädten in den Midlands. Und plötzlich gab es keine Grenzen mehr. In den USA wohnten sie immer im Continental Hyatt House Hotel in L.A. Das wurde dann nur noch Krawallhotel genannt. Die Band lud selbst die Besitzer zum Feiern ein. In einem der Hotelzimmer war versehentlich etwas kaputt gegangen. Peter Grant sagte zum Hotelmanager, ich wette, Sie hassen das, wenn wir da sind. Dieser antwortete, oh nein, Mr. Grant, wir haben viel mehr Ärger, wenn die Mormonenversammlung in der Stadt ist. Peter Grant konnte sich nicht halten vor Lachen, gab ihm $1,000 und sagte, bitte, ein Zimmer geht auf uns. Er ging mit ihm hoch und ließ den Manager einen Fernseher aus dem Fenster werfen. Und der Manager sagte, das wollte ich schon immer mal machen. Dieser Spaß beschränkte sich nicht allein auf Hotelzimmer. Ein Freund der Band war B.P. Fallon. Wir trieben ein paar Schafe auf. Und als er schlafend im Bett lag, trieben wir sie in sein Zimmer und warfen eine Leuchtbombe hinterher. Er wachte zwischen lauter panischen Schafen auf. Kinderstreiche. Ein Riesenspaß. Unberechenbarkeit war eine besondere Stärke von Led Zeppelin. Die Fans wussten nie, was wirklich stimmte. Aber je dubioser das Gerücht war, desto mehr schrieb die Presse. Was auch immer während einer Tour geschah, alle Bandmitglieder waren bekennende Familienväter. Alle hatten Kinder. Natürlich waren Frauen und Kinder fast nie mit auf Tour. Nach Hause zu kommen ist eine Erholung und auf Tour sein auch.
Diese Erholung war lebensnotwendig. 1971 artete ein Musikfestival in Krawallen aus, weil sich 12.000 Fans mit der Polizei anlegten. Die Band wurde mit Flaschen und Tränengas von der Bühne gejagt. Irgendwann forderte Led Zeppelins extremer Lebenswandel seinen Tribut. Aber von ihrem Höhenflug in den frühen 70ern an bis zur Bruchlandung 1980 waren Led Zeppelin nicht aufzuhalten, vor allem in Amerika. Die ganze amerikanische Kultur mit Woodstock und allem. Man ging auf ein Konzert und ließ alle Hemmungen fallen. Das war okay. Das passierte auf jedem Led Zeppelin-Konzert. Völlige Hemmungslosigkeit. Doch die Kritiken waren schlecht. Wenn Led Zeppelin auftrat und Platten herausbrachte, haben ernstzunehmende Kritiker sie immer verrissen. Nach der ersten einstündigen Show von Led Zeppelin am 26. Dezember 1968 beschrieben sie Robert Plants Stimme als ausdruckslos und Bonham am Schlagzeug als einfallslos. Drei Tage später forderte die Menge in Boston 7 Zugaben. Aber die schlechten Kritiken hielten an. 1969 kritisierte das Rolling Stone Magazine Led Zeppelin als selbstherrlich und gleichzeitig mittelmäßig. Daraufhin schrieben die Leute Unmengen Protestbriefe und kauften massenweise Tickets und Platten. 1975 war Led Zeppelin die erste Band in der Geschichte, die 6 Alben gleichzeitig in den Charts hatte. Jetzt begann auch die Presse in England zähneknirschend ihre Erfolge anzuerkennen. Jetzt begann man zu erkennen, wie wichtig sie für die Geschichte des Rock'n'Roll waren. Während ihrer Karriere war ihre Musik weit erfolgreicher, als die Kritiken je vermuten ließen. Sie blickten nie zurück und ließen sich von der Kritik nicht aufhalten. Es war ihre Musik. Sie spielten, wie sie wollten. Wenn dann auch noch das Publikum begeistert ist, was will man mehr? Heute scheint Led Zeppelins Selbstbewusstsein mehr als gerechtfertigt. Als ihre 5,5-stündige Band-Retrospektive herauskam, war Led Zeppelin sofort wieder Nummer 1. Und das, obwohl sie seit 23 Jahren nicht mehr als Band aufgetreten waren. James Patrick Page wurde am 9. Januar 1944 geboren. Er wuchs in einem trostlosen Vorort von London in der Nähe des Flughafens Heathrow auf. Jimmy war ein Einzelkind aus einer Künstlerfamilie und fiel alleine, da in seiner Straße keine anderen Kinder wohnten. So zerbrechlich er wirkte, er sollte noch einige der besten zeitlosen Hymnen der Rockgeschichte komponieren. Jimmy war ein zerbrechlicher Typ. Auch seine Stimme klingt irgendwie verbraucht. Trotzdem schuf er diese unglaubliche Heavy-Rock-Musik. Tief im Inneren hatte er so viel Kraft. Als Jimmy das Lied Baby Let's Play House von Elvis Presley hörte, sagte er sich, das ist es. Mit 12 brachte er sich selbst das Gitarrespielen bei. Er spielte amerikanische Rock'n'Roll-Musik nach und orientierte sich danach an Blues-Gitarristen wie Elmore James und B.B. King. Die Lehrer mussten ihm bis 4 Uhr nachmittags die Gitarre wegnehmen, damit er überhaupt lernte. Der Rock'n'Roll fesselte ihn besonders, weil er etwas Verbotenes hatte. »1959 spielte Page in seiner ersten Band. Nach ein paar anstrengenden Wochen auf Tour wurde er schwer krank und entschied sich auf die bildende Kunst.